Hallo zusammen, da ist wieder euer Gotti und heute geht es um den Zweiersplit. Wir haben schon über Ganzkörpertraining im anderen Video gesprochen. Da ist es in der Infobox verlinkt. Und jetzt widme ich mich einer Rangfolge höher, dem Zweiersplit. Mit dem Zweiersplit ist es allerdings auch verbunden, dass man mehrmals den Muskel, die Muskelgruppe pro Woche trainiert. Auch das ist mit dem Ganzkörpertraining verbunden. Wir dürfen es also nicht als Konkurrenzprodukt sehen zum Dreier-, Vierer- oder Fünfer-Split, einfach nur, dass man Muskeln aufteilt oder nicht, sondern ganz elementar und wichtig ist dabei zu verstehen, dass ein Ganzkörper- und ein Zweier-Split in den meisten Fällen bedeutet, wir trainieren den Muskel mehr als einmal pro Woche, mehr als einmal alle 7 Tage, also die Brust mehrmals in der Woche und nicht nur einmal alle 7 Tage. Und das gleiche gilt für den Rücken, für Bizeps, Trizeps, Schultern und so weiter. Bei einem Dreier-Split geht das auch noch. Da musste man es dazu erwähnen, ob man einen Dreier-Split so macht, dass man 6-mal die Woche trainiert, was die wenigsten können oder machen, und dann dadurch auch jeden Muskel 2-mal die Woche. Ab einem Vierer-Split ist das auch technisch schon nicht mehr möglich. Da kann man es höchstens irgendwie alle 8 bis 9 Tage machen und dergleichen. Ist aber sehr unüblich und meistens heißt das, diese Bro-Splits, wie sie auch genannt werden, dass diese darauf abziehen, dass man den Muskel nur noch einmal die Woche zerstört. Auch damit einhergehend ist oft die Intensität im Training. Hier beim Zweiersplit und beim Ganzkörpertraining ist es so, dass die Intensität geringer gehalten wird. Man zerstört den Muskel nicht mehr so sehr und auch sich selbst und damit das zentrale Nervensystem in erster Linie, indem man wirklich im Training darauf einschlägt und dann nach Hause kriechen muss. Sondern man hält sich ein wenig die Energie für die nächste Trainingseinheit bereit. Denn schon 2 Tage später beim Ganzkörpertraining geht es schon wieder an die gleichen Muskeln. Dann kann ich sie nicht so sehr zerstören. Und beim Zweiersplit ist es ähnlich. Auch hier wird die Intensität etwas runtergehalten und nicht maximiert. Beim Dreier, Vierer, Fünfer neigen wir dann dazu, wenn man so viel Platz hat, 7 Tage oder sogar noch mehr, bis man den Muskel wieder trainiert, dann können wir ihn auch wiederum mehr zerstören. Also wir haben hier eine ganze Menge, was man immer mit beachten muss. Es geht also nicht nur um die Unterteilung einer Muskelgruppe für den Trainingsplan. Und jetzt kommen wir zum Zweiersplit. Ihr wisst, wofür ich stehe. Ihr wisst, was ich vertrete. Ich vertrete ganz klar noch die Schiene, die heutzutage oft als Bro-Schiene gilt, dass man den Muskel nur einmal die Woche trainiert. Gründe dafür findet ihr zuhauf, eine ganze Menge. Ebenfalls hier in der Infobox mal ganz kurz erwähnt, welche Videos dafür alle schon gemacht wurden. Jetzt aber zu meiner Erfahrung. Ich habe 6 Wochen lang, nicht nur wie beim Ganzkörpertraining nach einer Woche abgebrochen, sondern 6 Wochen lang den Zweiersplit ausprobiert. Und jetzt muss ich sagen, direkt vorweggenommen, ich fand's gut. Was heißt das jetzt? Umsturz? Denkt der Gotti jetzt ganz anders? Hin und wieder, ich bin positiv überrascht. Und ich muss sagen, selbst ich, und ich zähle mich eindeutig zu den Fortgeschrittenen, kann was mit einem Zweiersplit anfangen. Kommen wir mal zu den positiven Aspekten, die ich entdeckt habe bei einem Zweiersplit. Egal, ob ihr jetzt Oberkörper, Unterkörper macht oder Push-Pull. Auch ich habe mir das so ein bisschen mehr in Richtung Push-Pull gelegt, vor allem mit dem Hauptgrund, die Beine zu trennen. Die Beine selbst sind eine Einheit, wenn ich nur 4 Sätze richtiges Kniebeugen mache, so wie ich früher die Beine trainiert habe, kann man eigentlich nichts mehr mit mir anfangen. Alles, was danach für die Beine kam, war schon nur noch halb. Wenn dann auch noch eine Muskelgruppe folgen soll, klar kann ich die nicht mehr würdig trainieren. Deswegen, hier musste die Intensität rausgenommen werden und natürlich auch so ein bisschen das Volumen. Zunächst habe ich gemerkt, dass ich ein wirklich gutes Gefühl hatte. Ich war nicht ganz so zerschunden und zerstört, mein zentrales Nervensystem nicht so kaputt wie bei harten Trainingseinheiten früher. Da musste ich wirklich nach Hause kriechen. Für mich als Sportler war das immer auch mit einer Befriedigung verbunden. Hatte ich das nicht und daran musste ich mich jetzt sehr lange gewöhnen. Dann habe ich das schlechte Gewissen hat sofort angefangen und ich dachte wirklich, ich hätte zu wenig gemacht. Aber das ist eher eine Gewohnheit und ein schlechtes Gewissen. Körperlich, ich konnte raus springen, ich konnte raus hüpfen, ich konnte danach tatsächlich noch was machen. Und auf Dauer hat das gut getan. Ich war auch am nächsten Tag nicht mehr so schlapp und müde und kaputt. Und das ist, würde ich sagen, ein positiver Aspekt. Und gleichzeitig trainiert man ja trotzdem auch noch den Muskel effizient und progressiv weiter. Würde jetzt bei dieser geringeren Intensität alle 7 Tage nur ein neues Training folgen, glaube ich, wäre das problematischer. Außerdem hatte ich in der Zeit wirklich gute Erfolge und Zuwächse. Das ist der Punkt, da hätte ich das nicht unbedingt gedacht. Jetzt muss ich es aber schon ein bisschen einschränken und damit kommen wir dann schon, spoilern wir ein bisschen den negativen Effekt. Ich hatte nicht eine solche Kraftsteigerung, auch nicht pro Woche, also alle 2 Trainingseinheiten, wie ich es sonst hatte.
aber dazu kommen wir noch. Außerdem macht es auch irgendwo Spaß, den Pump. Ihr habt sicherlich alle ein Favorite-Training und die meisten von euch gibt es zu, sicherlich Brust oder die Arme. Und wenn ihr das jetzt auf einmal zweimal die Woche machen könnt, das ist schon cool. Vorher musste ich immer 7 bis 9 Tage warten und das ist schon doof. Gerade ich favorisiere die Rückenübungen, wenn ich dann gerade enges Rudern mache oder so etwas und dann muss ich danach wieder einfach 7 bis 9 Tage warten. Das hat mich schon manchmal echt genervt. Jetzt alle 3 Tage. Das hat was. Und natürlich hat es einen Vorteil, wenn eine Einheit mal ausfällt, dann wisst ihr, ihr könnt morgen, übermorgen, in 3 Tagen direkt wieder die nächste haben. Es ist wirklich nicht so wie vorher, wenn sie einfach nicht reinpasst, dass ihr dann 14 Tage Pause dazwischen habt. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die weniger toll sind. Ihr könnt nicht mehr so ein großes Volumen reinpacken. Klar, bei einem Zweiersplit, wo jetzt auf einmal definitiv 2 große Muskelgruppen an einem Tag trainiert werden müssen, egal was es ist und wenn es auch nur Teile davon sind, dann geht das Energielevel nach unten. Das ist auch schon etwas, was ich beim Ganzkörpertraining natürlich am meisten kritisiert habe. Hier eben auch, gerade so komplexe Muskeln wie der Rücken, den ich mit 4, 5 verschiedenen Übungen bearbeitet habe, weil er von oben nach unten, von links nach rechts einfach so viele Muskelteile, Muskelgruppen, Muskulaturen hat, die übereinander und untereinander verlaufen, die könnt ihr jetzt nicht mehr ganz so gerecht werden, denn sonst habt ihr ein viel zu hohes Volumen und seid viel zu lange da. Und gerade für Leute, die etwas weniger Energie beim Training haben, ich gehöre dazu, ist das eine Schwierigkeit. Da müsst ihr euch also etwas zusammenreißen. Ganz krass habe ich gemerkt, dass die Kraftzuwächse nicht mehr so sind wie vorher. Wenn ich vorher, ich nehme das mal ganz gerne beim Bankdrücken oder beim Rudern, da kann man es immer sehr gut tracken. Vorher habe ich dann alle 7 bis 9 Tage Bankdrücken gehabt und die Brust trainiert. Und ich habe mich wirklich mit jeder einzelnen, das meine ich hier wortwörtlich, jede einzelne Einheit gesteigert. Jede Woche habe ich rechts und links 2,5 Kilo mehr dran getan und mehr als eine Wiederholung dann sogar vielleicht mal mehr geschafft. Die gleichen Wiederholungen bei mehr Gewicht oder sogar mehr Wiederholungen bei mehr Gewicht. Jede Woche, das meine ich so. Das hier ist kein Betrug, ich verkaufe damit nichts. Jede einzelne Woche. Es ist sogar so weit, dass immer dann, wenn ich kein Ausrufezeichen hinter der Übung gemacht habe, Ausrufezeichen bedeutet bei mir, wenn ich das aufschreibe, ich habe eine Verbesserung, egal wie, eine Wiederholung mehr oder mehr Gewicht bei gleichen Wiederholungen, dann habe ich mich gewundert und mich wirklich gefragt, woran liegt es? Habe ich heute zu wenig gegessen? Habe ich irgendeinen Fehler in der Woche gemacht? Habe ich zu wenig getrunken? Dieses Denken kann ich jetzt nicht mehr haben, denn ihr steigert euch nicht alle 3 Tage. Und auch nicht jede Woche. Wenn ich mich damals jede Woche im Bankdrücken um 5 Kilo gesteigert habe, natürlich geht das nicht unendlich weit, aber für 3, 4, 5, 6 Monate hat es immer geklappt, mich zu steigern. Nicht immer um 5 Kilo, aber irgendwie zu steigern. Jetzt mit 2 Trainingseinheiten dazwischen hat es nicht geklappt. Liegt aber höchstwahrscheinlich daran, dass die Schultern natürlich zum Beispiel 4 Trainingseinheiten dadurch haben, denn die sind ja immer mitbelastet. Die Arme meistens 3 bis 4 Trainingseinheiten haben. Dadurch, egal ob ihr es etwas lockerer macht, das Training oder nicht, nicht so intensiv macht, trotzdem leiden sie so ein bisschen darunter und kommen nicht mehr so viel zur Erholung. Und dieses, der ganze Körper wartet nur darauf, in 7 Tagen wieder die Übung zu machen und sich dann zu steigern, das gibt es jetzt nicht mehr. Will ich mich also ernsthaft steigern, will ich ernsthaft meine Masse über ein gewisses Maß hinausbringen, würde ich immer noch einmal die Woche den Muskel trainieren und dann einen 3er- und 4er-Split machen. Dennoch ist es für mich jetzt eine schöne Alternative geworden, vor allem weil sie in gewissen Teilen sogar schonender ist. Man denkt jetzt, okay, Schultern und Arme werden jetzt öfters trainiert und die Gelenke und sowas, alles könnte kaputt gehen, aber wenn man es in Grenzen hält, dann funktioniert es und ich habe auch nur 4-mal die Woche trainiert, dann hat man eigentlich schonendere Resultate. Man schwingt nicht mehr ganz so viel mit den Gewichten rum, weil man sich auch nicht so steigern kann. Und deswegen werde ich es sicherlich immer wieder zwischendurch einbauen, den Zweiersplit. Ganzkörper wird nie was für mich sein, aber selbst als Fortgeschrittener hat mir der Zweiersplit was gebracht. Wenn euch das geholfen hat, dieser Kommentar dazu, dann sagt es mir gerne. Schreibt mir ganz gerne auch in den Kommentaren unten, ob ihr mehr dazu hören wollt. Wie habe ich meinen Trainingsplan gemacht? Wie kann man den grundsätzlich gestalten? Und was würde ich wann empfehlen? Schreibt es mir, fragt etwas dazu, lasst mir ganz gerne ein Like da und das war's von mir. Euer Gotti, bis bald.